Hey und willkommen hier zu einer neuen The Sims 4 Let's Build Folge hier zu meinem modernen Fachwerkhaus. Bauen wir The Sims 4, ich bin Daniel von SimFancy und heute geht's weiter. Ja, der qualmt schon der Kabinen. Ich habe kurz ein bisschen Live-Modus eingehabt. Ja, wir machen heute weiter. Ihr habt abgestimmt in der vorletzten Folge schon. Hier, welchen Kamin, welche Tapete wollt ihr haben? Das habt ihr abgestimmt. Dann habt ihr noch abgestimmt, dass wir die schwarze moderne Küche machen sollen. Und dass wir im Wintergarten, das haben auch die meisten sich gewünscht, dass wir da auf jeden Fall einen Wasserfall machen müssen. Und ihr habt abgestimmt, hier die Tapete. Und das soll diese doch bitte sein, hier aus Fitness. Hier, yay. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass die meisten sagen Wellness. Aber ja, ihr habt gewotet. Das ist das Ergebnis. Vielen, vielen lieben Dank für alle, an alle, die mitgemacht haben, für alle, ja. Und das machen wir dann da unten natürlich auch, ne, hier in unserem Wellnesskeller war ja hier in der letzten Folge, ja, hier das Einrichten angesagt, hier, ist ja schön warm geworden hier, ne, da blubbert's richtig hier raus, ja, yay. da qualmt's richtig raus hier, die Wärme auch, ja, und da ist unser Kamin und, ja, ich würde sagen, dann machen wir außen aber auch diese Tapete, ne? Dann haben wir das nämlich einheitlich und das ist dann auch so ein bisschen auch gräulicher. Das passt vielleicht auch nicht so schlecht dann dazu. Ne, die Wellness-Tapete war dann schon sehr glatt, sage ich jetzt mal. Und da passt es auch noch ganz gut, ne? Das kann man so machen, ja, das ist okay. It's okay, it's alright. Die Fenster, die ihr hier seht, die sind CC, falls ihr diese Folge zufällig entdeckt habt und die anderen nicht gesehen habt. Die gibt es kostenlos als Download, sonst in dieser Reihe ohne Custom Content, also ohne Inhalte. Ja, von der Community nur dieses eine da. Ja, da hängt noch ein bisschen das Ding rein, das ist wohl wahr. Da müssen wir nochmal gucken hier, wie wir das hinkriegen. Alles schön. Und wir starten heute auch ein Community-Projekt, das wird so cool. Und ich weiß noch nicht, welches Zimmer, wir gucken einfach mal. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, das hier, weil das interessiert mich natürlich. Da wollte ich ein Bad reinmachen. Oder wir machen das Turmzimmer, das ist auch voll schön. Ne? Da gucken wir mal vielleicht hier danach, dass ihr das eventuell einrichtet, wenn ihr mögt. Das ist ein bisschen schwierig in dieser Reihe, weil wir haben CC-Fenster und manche mögen das einfach nicht. Das ist ja auch okay. Ja, wenn ihr euch aufklären wollt hier über CC, da gibt es auch extra ein Video hier im Channel, alles Wissenswerte, denn nur wenn man sich auskennt, sollte man das auch in sein Spiel reinholen und da erkläre ich dann alles. So, jetzt geht's aber weiter. Wir machen heute weiter mit der Küche, da habe ich voll Bock drauf, genug gelabert und die meisten haben abgestimmt, eine moderne Küche. War nicht ganz eindeutig, also es gab durchaus auch einige, die haben gesagt, hey, rustikal. Oder sogar was anderes dann hier kommentiert. Aber wir machen jetzt die moderne schwarze. Das wollten die meisten und das machen wir dann auch so. Ja, sehr cool. Haben wir uns wenigstens, hier sind wir uns einig hier, ja. So, und dann können wir auch hier vielleicht dann so ein Schränkchen da reinholen. Und ja, das wirkt dann richtig gut, wenn wir da nochmal so einen Hängeschrank hier haben auch. Und da machen wir jetzt, also wir brauchen erstmal den Kühlschrank. Ich gehe jetzt mal in die Küche, da müssen wir mal die Aufteilung hier machen, ja. Den Kühlschrank hier müssen wir baby.ignore-gameplay-unlocks-entitlement eingeben. Ich glaube, wir nehmen den oder den aus coole Küchen vielleicht. Entitlement hier. So, dann nehmen wir den aus coole Küchen. Nö, der ist, glaube ich, der passt hier perfekt dazu. Ist auch hier von der Farbe her ganz toll, muss ich schon sagen. Ja, dieses schöne, ja, dieses schöne Edelstahl hier, schön schwarz. Wow, ne? Und da können wir dann irgendwo, brauchen wir ja auch hier den Herd eventuell, ne? Dann machen wir den da hin. Da. Hier da oder da, ne? Machen wir dann hier hin. Und dann kann man da den Abzug auch noch machen. Oder wir machen den da in die Mitte, aber da wäre es komisch, ne? Bei der Treppe. Ja, mal gucken, mal gucken. Und hier würde ich dann so eine schöne Bartheke hinmachen. Oder wir, ja, machen wir eine Bartheke. Da drüben haben wir ja das Essen. Ich habe gerade überlegt, ob wir hier nochmal einen Tisch hinmachen oder so. Aber dann lasst uns hier einfach eine schöne Bartheke machen. Da gibt es ja auch diese tollen hier. Da gibt es noch hier die tollen Küchen hier, ja. Müssen wir andersrum machen, dann, nee, oder? Doch schon, ne? So machen wir die. Da braucht man jetzt baby.moveobjects, weil das ist die Säule. Die wollen wir natürlich nicht haben da. Und da müssen wir dann so, dass wir uns andocken hier, ja. Manuell hier. So, mit Alt gedrückt halten. Da kann man das hier schön andocken, dann haben wir da eine tolle Bartheke. Oder wir machen so eine richtige Bar, das wäre auch möglich. Da können wir mal gucken, dann machen wir auf jeden Fall noch schön. Erstmal ganz grob. Vielleicht auch hier dann so ein Endstück dann wieder.
Da gibt es nämlich auch schöne Endstücke hier, ja, mit so Glasdinger und sowas auch. Das ist auch toll. Ich fand das Glas jetzt so toll. Das ist doch schön, oder? Ist das schön? So ein bisschen so ein Rundell-Dingens. Oder sollen wir hier einen freistehenden Herd machen? Weil wir können hier ja durchaus hier in die Richtung weiter rausgehen. Das ist doch mal eine Idee hier. Dann machen wir das doch so. Weil wir können ja hier richtig schön, wir haben da eine schöne Kante dann auch. Und ja, das ist doch dann passend. Dann machen wir das doch so. Let's do this hier, let's do this. Dann können wir das nämlich auch hier schön so machen. Und auf der anderen Seite, dann machen wir dann den Herd schön freistehend quasi, ne, wenn die blöde Blende da nicht wäre. Und hier dann so ein anderes Endstück dazu, das dann so eckig ist, ne, dass das hier bündig aufgeht, glaube ich, ne. Dann haben wir das so eine Kante, das ist nicht so schön. Dann müssen wir da eine normale Theke nehmen. Nehmen wir sowas, brauchen wir da, glaube ich, ne. Ich glaube, mein Schwein pfeift hier, mein Schweinchen. Dann haben wir da die Kante, die dann fehlt, ne? Naja, gut, okay. Ja, wir könnten da dann einfach eine normale machen, aber dann haben wir da nicht so einen schönen... Also die wäre dann bündig zumindest, sage ich jetzt mal. Haben wir dann aber unten halt diese Kante, ne? Aber das ist auch nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht hier so, ne? Da passt ein bisschen Dynamik hier drin auch dann. Ja, und das Ding stellen wir da schön rein. Und dann gibt es hier einen frei schwebenden Abzug. Das ist doch mal was Tolles hier. Wo ist denn das Ding hier? Wo ist denn das hier? Das hier, glaube ich, ne? Das passt da perfekt. Perfekt. Aber ich finde das Edelstahl-Ding finde ich auch geil. Was haben wir denn dann? Oder wir nehmen sowas und vergrößern. Das ist nämlich auch ein richtig schickes Ding hier. Vergrößerungs-Cheat aktivieren. Das ist halt schon mächtig. Aber bei der Deckenhöhe, da geht's. Das ist schon mächtig, das Ding. Also es ist schon wirklich... Ich finde es cool irgendwie. Es ist schon mächtig. Ihr dürft da gerne nochmal abstimmen. Vielleicht lassen wir das auch dann irgendwie dezenter. Ich würde es gar nicht mal, vielleicht auch so beige oder so, dass es so ein bisschen sich anschmiegt an den Rest des Hauses. Oder eben weiß. Dann ist es nicht so schwer, ne? Ist ein bisschen leichter dann. Aber es ist ein richtig schönes Deckenlicht dann. Wow. Das ist mal was Krasses. Das Coole ist ja auch im Live-Modus, ich zeige das mal kurz, ne, das Ding blendet sich relativ früh aus. Also das habt ihr nicht in der Fresse hier, ne? Ja. Was ist das schön mit dem Licht hier auch? What? So cool. Die Theken passen da genau darunter. Hier, wenn es Daniel hier, hier gemerkt hätte, ne, geplant hätte hier. Ja, der auch. So, jetzt holen wir uns da noch, dann machen wir da den Herd weg. Hier die Küche weiter. Würde ich sagen, auch hier dann noch, dass wir da richtig schöne große Küche, da können die alle Küchengeräte hier haben. Und da in diese Ecke, da würde ich dann vielleicht so eine Art Küchentisch reinmachen. Hier wäre eigentlich auch ganz sweet gewesen, so eine Art Speisekammer, aber die kann man ja nicht so, ne, so als Durchgangszimmer machen. Aber da hinten so eine schöne Küchenzeile. Ich finde das gar nicht mal so schlecht, dass das so eng ist, muss ich sagen, weil das wirkt dann so ein Stück weit, ja, dieses Enge hat man ja ganz oft in diesen Bauten. Und ja, dann ist das doch, finde ich das gar nicht mal so verkehrt hier irgendwie, ne? Das ist mal irgendwie so ein bisschen hier so gerne ein bisschen enger sein hier, ja. Und dann machen wir den Schrank extra hier schmaler, damit wir den nicht so weit hier rüber packen müssen. Mit dem Abzug müssen wir nochmal überlegen, das Ding ist schon fett, ne? Schon sehr fett. Hier eine schöne Anrichte, da kommt die Theke weg. Wir müssen die noch weiter runter machen, sehe ich gerade hier. Das ist aber okay. It's okay, it's alright. Und dann haben wir hier schönes indirektes Licht auch. Verstecken wir da drin. Ich würde dann gucken, dass wir da hinten, ich weiß nicht, sollen wir da auch vielleicht Steintapete dann machen? Das sieht irgendwie besser aus, ne? Wenn man das nochmal dann so unterstützt. Ja, das ist, glaube ich, besser so. Mhm. Und hier nehmen wir auch nochmal dann wenigstens dann hier ein schönes Endstück, wenn wir schon so ein ewig langes Ding hier haben und dann das so abrupt aufhören, dann nehmen wir nochmal da so ein Glasding. Hier dann vielleicht auch, oder? Ja, lasst uns da auch nochmal so ein Glas hier nehmen. Das ist einfach schön. Und hier dann auch eine entsprechende Hängeschrank. Da gibt es keine runden, glaube ich. Ne, die sind alle eckig. Aber wir haben so einen da und der ist ganz schick. Der ist ganz schick. Der ist ganz schick hier. Da muss der so hin. Ne? Da müssen wir da doch nochmal einen anderen nehmen irgendwie. Schade. Da müssen wir da... Das ist ein bisschen blöd jetzt. Ich hätte da gerne nicht überall diese Glasdinger gehabt. Auch mal was anderes. Ja.
Vielleicht nehmen wir da auch am besten, wir nehmen da einfach zwei von den Schränken. Da ist dann mehr hier auf der Seite so Schrank. Fällt hier deine Kaffee-Dings so drunter, ne? Und dann hatten wir uns auch schon, da ist dein Kochbereich. Und auf dieser Seite haben wir dann Platz hier für Mikrowelle. Spülbecken auf jeden Fall vor dem Fenster, richtig schön. Und hier dann Schnibbel-Arbeitsfläche, ne? So. Ja, das ist doch eine tolle Aufteilung, glaube ich. Das ist ganz gut. Und da nehmen wir jetzt die Schränke und da machen wir aber vielleicht nicht immer die, ich möchte mal so ein bisschen, vielleicht mal so ein bisschen schmalere Schränkchen auch nehmen. Das ist immer ganz gut. Und dann auch wieder so Eckschränke, weil die sind so toll. Wenn man da Punkt und Komma drückt, kann man die so schön ausrichten auch. Ja, oder auch nicht. Irgendwas Cooles noch machen. Ich will irgendwas Cooles haben, Leute. Irgendwas Cooles. Ich will hier neben dem Kühlschrank den Kühlschrank. Ist wieder ganz tricky hier. Ne? Man muss mit Alt das auf die Höhe bringen und dann drehen und dann hoffen, dass es da stimmt, wo man es haben will. Ein bisschen tiefer, nicht so arg tief. So. Und dann könnte man hier so ein Ding hier noch machen. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Mal gucken, dass man das irgendwie so vielleicht macht. Das hat schon was. Vielleicht da. Naja. Hätte ich mir jetzt besser vorgestellt, ja. Habe ich mir jetzt wirklich besser vorgestellt. Aber dann machen wir das doch so, dass wir das vielleicht hier umsetzen. Diese Idee. Dass wir die einfach hier so reinpflanzen dann. Hat man hier so einen schönen Glasschrank, hinten sogar noch die Steinwand. Ist doch ganz schön, oder? Das ist doch jetzt mal hier eine schöne Geschichte. Und dann packen wir den ganzen Schrank eins weiter rüber. Und dann lassen wir hier das auf, oder? Oder nochmal einen Schrank. Die Schränke da, ein Schrank hier. Schrankfamilie. Hier können wir auch nochmal so ein Ding hinmachen. Das wäre ja auch nicht schlecht, aber da will es wieder nicht. Da will nur da. Ist auch okay. Ja, das ist ganz okay so, ja. Ich mag das mit den Balken ganz gern, weil die bringen da so ein bisschen was rein. Ich bin auch die ganze Zeit überlegen, ob ich die da noch dahinter mache, weil das macht das Ganze so ein bisschen plastischer einfach, ne? Also so ein bisschen einfach mehr fachwerkmäßig. Es ist halt schon das Thema hier auch, ne? Also man muss das schon so sehen mal. Ist halt schon das Thema. Die Dinger sind schon knalleschwarz. Aber dass man die dann hier vielleicht nochmal verwendet, zumindest da an den Rändern. Nicht zwischen den Fenstern, aber so. Und dann hat das gleich nochmal einen anderen Charme hier, ne? So ein bisschen stabiler, ein bisschen plastischer, einfach nicht so glatt. Ja, so würde ich das machen. So mache ich das jetzt auch. Und dann gucken wir jetzt hier nach der Spüle. Die müsste hier schön hier. Oh, zentriert wäre die ja auch gut gewesen. Jetzt war aber raus nicht hin hier. Dann gucken wir, dass wir die vielleicht so links hin machen. Welche nehmen wir denn da? Ich würde auch so eine nehmen, eventuell. Haben wir da irgendwie irgendwas Cooles brauchen wir da? Kommen Sie so was? Entweder was beige oder was komplett weiß oder eine schwarze Spüle. Ist auch schön. Schöner Edelstahl, passt natürlich zu den Griffen, ne? Dann nehmen wir den. Und da rechts daneben, da kommen dann aus dem. Ich gehe mal jetzt in coole Küchen, weil da gibt es wieder die richtig schöne Deko. So, zeig's mir mal alles, weil das zeigt es in der Küchenkategorie gar nicht so schön an. Und da nehmen wir uns dann genau diese Tellerhalter hier. Dann machen wir das immer wieder so weiß. Das ist schön sauber, ne? Dann haben wir das auch so ein bisschen zentriert zumindest mal gemacht. Und hier gibt es dann noch so schöne alte Schmucke-Kochbücher. Die sind so toll. Die packen wir da vorne irgendwo drauf. Das ist so schön. Da können wir auch ein bisschen diese Kante hier kaschieren, ne? Können wir die Kante hier kaschieren. Das ist so toll. Ja, so ist das. Das gefällt mir. Das ist cool. Wow, das Regal hier ist auch so Hammer. Wow, das würde ich am liebsten vor die Fenster kleben hier, wenn ich es nicht besser wüsste. Aber das ist ja eigentlich so durchgängig, ne? Also das könnte man eigentlich sogar wirklich machen, wenn es da eine... Das gibt es sogar in der Farbe. Wer weiß. Wow, das passt immer, ne? Aber das ist schon cool. Das ist schon cool. Also das hat jetzt echt was. Wir könnten das auch hier irgendwo so bündig machen, aber zwei Stück wäre dann, glaube ich, ein bisschen komisch, oder? Wenn man zweimal das gleiche Bild hat. Nee. Ah, Mann, wieso gibt es das nicht ohne Bild? Das wäre so schön gewesen. Stellt euch das Regal mal vor, ohne oben diese blöden Bilder. Wieso müssen die jetzt wieder alles zusammenkleben? Ich hasse euch. Ich hasse es. Ich bin dieser Schlumpf. Ich hasse es. Ich hasse alles und jeden.
Und alle, die mich kennen, ja. Ich grüße alle, die mich kennen. Sollen wir das hier lieber hinmachen vielleicht dann? Das wäre noch der Possibility. Das sieht sogar so aus, wie wenn die Bilder da sich anlehnen an diesen Balken. Das ist was genau. Und das Große geht weiter nach hinten. Oh, wie cool. Dann machen wir das dahin. Ah, das Regal, das hält ewig hier, ne? Wow, also das hält wirklich ewig. Machen wir das so halb hoch. Dass das Bild ein bisschen höher ist als der Schrank. Ja, und dann sieht das passend aus. Doch, dann haben wir da auch ein bisschen mehr Luft. Dann ist es doch nicht so arg eingeengt hier. Getränkt hier. Komm, wir bringen eine Eismaschine. Wir kriegen eine, oder? Schönes Eis und dann schön an den Kamin hier chillen hier. Wow. Ja, unbedingt. Und wir brauchen ein bisschen frische Blumen hier. Da müssen wir ein schönes... Was haben wir denn da drüben? Haben wir so ein Lila, glaube ich, genommen. Hier ist so ein Pink, ne? Haben wir da keine passenden dafür? Gut, grün geht immer, ne? Ja, da passt nichts wirklich dazu. Da müssen wir hier vielleicht eine andere Highlight-Farbe uns noch suchen. Also das ist schon geil. Bisschen herbstlich. Kommen wir mal ein bisschen herbstlich. Gerade hier aus aktuellem Anlass. Hier wird es hier ein bisschen herbstlich. Hier gibt es so in die Ecke. Gibt es hier die Blümchen rein, sage ich jetzt mal. So, das ist da was Feines. Bisschen braun hier, passt immer. Da gibt es auch diese Tafel, die ist auch so toll. Die müssen wir unbedingt irgendwo unterkriegen hier. Das müssen wir unterbringen hier. Irgendwo da oder hier oder irgendwo muss die mit rein. Schade, dass die jetzt nicht da dazwischen passt hier. Ne? Also die passt schon dazwischen, aber ist ein bisschen... Wobei hier wird es echt passen, ne? So. Also ich muss echt mal überlegen, wegen diesem fetten Ding da. Das ist schon fett. Ich glaube, ich mache das doch weg. Es ist schon schön, aber irgendwie zu viel. Zu viel ist gut und ist auch nichts, ne? Lieber schöne kleine Lampen, also die vergrößert, aber ne, lieber so, dann so Bartheken-mäßig. Und dann hier noch schöne weiße Barhocker dazu. Die das dann unterstützen. Oder schwarze, ne, weiße hier, ne? Muss hier schon hier. Kann man das hier noch so? Dann machen wir das so. Wir das direkt an die Ecke, da ist das Ding hier ein bisschen im Weg, das können wir aber auch nur rüberstellen, das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Finde ich ganz schön. Ja, machen wir noch so eine kleine Fensterbank hin mit so Blümchen oder so, oh ja. Ja, das machen wir so. Jetzt brauchen wir ja trotzdem noch einen Abzug, ne, das wäre nicht schlecht zumindest mal. Eieiei, hier, da hat jetzt schon wieder, ja, Plan. Gucken wir, dass wir dann doch vielleicht... Nehmen den da, ne? Da passt schon am besten. Ein Stückel weiter vor. Ja, dann machen wir die mehr über die Bar wirklich drüber. Schön symmetrisch, aber bitte danke, ja. Hey, das passt sogar von der Höhe hier, wie wenn es abgestimmt wäre. Wow, it's amazing, it's amazing. Ja, so, next one. Das machen wir als nächstes. Wir brauchen noch dieses tolle... Das haben wir schon auf dem Esstisch, ich weiß, aber das brauchen wir unbedingt auch noch. Das ist so ein schönes Objekt hier. Da kann man sich schön was krallen hier, ein bisschen was mampfen. Das kommt ein bisschen näher an den Herd hin. Ich weiß, würde man nicht so machen, aber das ist besser als. Wieder das zurück. Oh, da stimmt was nicht mit der Kante hier. Da müssen wir nochmal gucken. Ja, da ist noch irgendwas hier nicht so ganz hier. Da, die Spaltmaße hier sind wieder. Ja, unangefochten hier, ne? Also so Spaltmaße bekommt keiner hin, wie wir in Sims hier. Okidoki. Und dann noch so ein bisschen Kramszeug. Ne? Das können wir hier dazu machen. Küchentücher. Oh, das finde ich auch so schön. Das brauchen wir hier noch so ein bisschen Schnörkelkrams hier. Das ist Brotbox. Ja, das ist gut. Die Kisten, die nehmen wir auch mit. Die sind schön. Die bringen ein bisschen Farbe rein. Ein bisschen Ausreißer. Und eine Pinnwand ist auch voll toll. Die passt wieder nirgends dazwischen hier. Ne? Das ist wieder so ein... Wegen den Balken halt. Aber ich find die Balken viel wichtiger als die... ja, als was anderes. Oh, das ist auch toll. So was könnte man auch mal im Inneren irgendwo platzieren. Das wäre auch mal was Geiles. Das hat irgendwie wieder was, ne? So ein Hashtag grün, Daniel liebt's eh. Und die Dinger, die könnten wir man sich auch noch überlegen. Nur die... Ja, ne? Also so mal gucken einfach. Aber das würde hier aber auch gut reinpassen, muss man sagen. Also so von der Art her. Also von, dass das so... Die sind ja immer so ein bisschen, ne, die alten Häuser, da ist oft so, aber das ist zu große Boxen, ne? Zu große Boxen. Das ist auch voll schön. Haben wir unten auch genommen. Eben Wäldeskeller.
Ja, also da... Ja, das ist ja schon... Da muss man das hier, glaube ich, da rein. Dann tun wir die Kisten hier ins Eck. Machen hier noch diesen schönen Weinkühler-Dinger hier hin, ne? Weinkühlschrank. Ich will den sogar, vielleicht sogar Eck ins Eck reinmachen. Solange der nicht rausguckt. Wobei, wenn er rausguckt, sind auch noch Balken hier, ne? Ja, hier wird halt eine Flasche da so abgesägt irgendwie, ne? Das ist jetzt wieder so... Ja, wenn man sich mal nicht dran hält, dann wird es ja einem gleich hier wieder vergönnt. Wobei das Ding auch da hinten gut reinpassen würde, ne? So hinter den Kamin. War ja ein Kühlschrank neben dem Kamin. Könnte das auch vielleicht hier so hinmachen. Ist das zu nah am Ding? Ich finde das eigentlich... Müsste schon andersrum sein, ne? Ich glaube, ich lasse das hier weg. Wir machen das irgendwo anders hin. Oh ja, das Klavier war auch noch in den Kommentaren. Dankeschön dafür. Man ist hier in unsere Leseecke. Und zwar soll ich das dann doch andersrum machen. Damit das in Richtung... Damit es einfach schöner ist, dass die Sims in die Richtung gucken auch. Und dann kann man hinten noch... Das machen wir noch. Da gucken wir jetzt nicht danach. Aber das Ding brauchen wir unbedingt draußen bei unserem Whirlpool. Den Heizpilz. Und die Dinger sind ja auch so toll. Das ist perfekt hier für das Fenster hier. Ne? Dann haben wir ein richtig schönes Blümchen. Gibt es das nicht in Weiß? Gibt es nicht in Weiß, ne? Dann würde ich aber fast sogar eine andere Farbe... Ich hätte das sofort weiß gestrichen, das Ding. Aber dass wir hier so eine kleine Blümchen-Ecke machen. Ein bisschen Farbe reinkriegen, ne? So ein bisschen was. Ja, das machen wir. Was haben wir noch hier? Was brauchen wir denn noch? Wir gucken jetzt mal erst in die Geräte rein, dass wir die mal platzieren. Hier gibt es auf jeden Fall eine Spülmaschine. Dann nehmen wir aber die... Ich würde eine weiße einfach nehmen, damit es so ein bisschen... Bisschen. Dann machen wir das hier vielleicht so hin, ne? Das ist so ein bisschen auflockert sich. Und dann hier habe ich gesagt, hier möchte ich Kaffee noch haben. Die wäre schon geil auch, aber die ist zu fett. Wir nehmen die. Wir nehmen die in diesem Beige. Gibt es die doch auch nicht? Nein, nehmen wir das Weiß. Und dann haben wir noch schöne Deko mit den Kaffeepacks und alles. Da kommt dann noch dazu. Wir brauchen auch noch eine Mikro. Eine Mikrowelle hier. Wo machen wir dich hin? Die sehe ich hier irgendwie, glaube ich. Ja. Da haben wir echt bald keinen Schnibbelplatz mehr. Das reicht auch. Das reicht auch. Ich dachte schon, wir haben so viel Platz, aber haben wir gar nicht. Da haben wir auch noch ein paar Theken frei. Das reicht schon. Okay. Eine Teemaschine gibt es heute mal nicht. Das lassen wir mal so. Wobei das hier besser wäre, wenn die hier irgendwo steht. Das ist sehr knapp mit diesem Balken da. Eigentlich ist es zu knapp, ne? Sollen wir hier dann mehr sowas, so Brotdings hinmachen? Da können wir da hinten vielleicht nochmal irgendwas aufhängen auch. Wir gucken jetzt mal rein in die... Mülleimer fehlen noch, ich weiß. In die alle Anzeigen aus coole Küchen. Da gibt es nämlich auch ein bisschen schöne Sachen noch. Unsere Schwarz-Weiß-Küche. Ja, ist gevotet von euch. So, ich will nichts mehr hören jetzt hier. Nee, Spaß. Also wirklich mal. Ihr könnt gerne noch weiterschreiben für die Küche. Es kann ja auch hinterher sich rausstellen, dass nichts ist. Ist mir auch schon öfter passiert. Und ja, das ist halt dann kein Problem. Dann ändern wir das einfach. Also ich würde das Brettchen auf jeden Fall hier dazu machen. Das sieht jetzt zwar so aus, dass es Deko wäre. Deswegen stellen wir das unten hin. Das kann man jetzt nicht nehmen, so ein bisschen Brot schneiden. Holen wir jetzt noch ein Messer aus dem Debug. Debug machen wir am Schluss. Hier dann auch wieder die Gewürzdeko. Die müssten wir hier irgendwo dazu packen zum Herd. Sollen wir die da irgendwo, vielleicht können wir da auch zwei nebeneinander machen. Das ist vielleicht ganz schön sogar. Das ist genau wieder dazwischen passt hoffentlich. Ein bisschen weiter weg vom Band müssen wir dann da. Aber das ist doch nicht schlecht hier. Dann hat man hier ein schönes Gewürzregal. Wobei ich würde das vielleicht sogar vierer stacken. Dass wir da echt richtig viel Gewürzregal haben. Ja, das sind ja Gewürzfreaks hier. Gibt es das als Merkmal? Ich bin familienbewusst. Ich bin böse. Ich bin Gewürzfreak. Ja, Autofreak gibt es, glaube ich, doch auch, oder nicht? Das finde ich gut. Das finde ich gut hier. Das ist gekauft hier, ja. Okay, was haben wir da noch? Haben wir alles, ne? Brauchen wir nichts mehr. Nee, das passt schon. Gewürzdinger da auch noch. Das können wir hier dazu machen, falls sie da doch mal mampfen. So ein bisschen ganz nice hier. Genau, das fehlt natürlich noch. Unsere schönen Löffelchen hier. Das Gabelchen und den Löffelchen. Die Messerchen auch noch.
Wo können wir das hier noch irgendwo unterkriegen? Hier irgendwie, da ist ja auch schon so ein Ding drin. Aber machen wir das dahin, ne? Vielleicht kann man das ja brauchen für die Eismaschine zum Eis machen. Mhm. Das ist ein Eisliebhaber hier. Ich strick mir die Sims, wie sie mir gefallen hier. Ja, ja, das machen wir live. Wo? Ja, na, Messer hier wollen wir noch hier. Das ist genau, das habe ich noch. Ja, genau, das passt ja auch ganz gut hin. Das sieht aus, wie wenn das so zwischen den Balken dann drin hängt. So da drin befestigt wurde, ne? Voll cool. Yes, it's amazing. Ist das geil oder ist das geil? Mal gucken, was wir da noch für Farben haben. Ah, da gibt es auch noch diese Metallvariante. Ich finde das Schwarz jetzt voll cool, ne? Weil dann wirklich die Messer rausstechen. Ja, die stechen raus. Ja, boah. Horror. Grusel. Halloween. Gibt's coole Specials die nächsten Tage? So, genug geteasert. Ja, der Rest ist Debug, ne? Dann machen wir noch Deko aus dem Debug. Und jetzt gucken wir hier mal, ob wir da... Da möchte ich mir jetzt mal irgendwas ausprobieren. Und zwar, nee, nicht da, sondern den Oberflächen. Da müssen wir entweder ein schwarzes oder wir finden da was passend farbliches, ne? Weil da gibt es nämlich das. Und das wollte ich schon immer mal. Irgendwie so eine richtig schöne Fensterbank hier. Aber das ist wieder ein bisschen arg vor dem Schrank hier, ne? Das ist eine schöne Fensterbank. Das muss doch hier mal irgendwie jemand mal machen. Wir haben keine schönen Fensterbänke, weil wir immer diese Ami-Wände haben. Mit dem... Ach, das ist ja auch doof hier wieder, ne? Gott im Himmel hier. Oh, das darf nicht fluchen. Ach, ist das auch wieder scheiße. Entschuldigung. Aber das ist doch kacke jetzt. Wir könnten die sogar stapeln. So cool wäre das. Und es passt nicht mehr. Ich mach den jetzt so hin. Dann machen wir das Regal hier weiter noch. Das ist dann einfach hier sofort geführt. Merkt kein Sim. Und hinten machen wir auch noch diesen Stein dann hin. Ja. Oder? Sieht ein bisschen falsch aus. Ja, auch wegen dem Boden und so. Ich hätte so gern gehabt. Ja. Ich habe eine Idee. Das sieht ja eh nur die Front. Man macht das so. Fertig. Yes. Das ist hier drin. Das ist hier eingelassen. Perfekt. Und wir haben sogar noch die Ecke. Da können wir sogar noch was hinstellen jetzt. So. I love it. I love it. Das machen wir so. So, ist doch cool, oder? Ich würde da hinten lieber noch einen Tisch hinstellen mit so Weingläsern, oder? Das ist besser. Das Ding brauchen wir aber unbedingt hier noch. Ja, da führt gar kein Sim dran vorbei. Das machen wir hier dazu. Da weiß ich immer noch nicht genau, was wir da hinten machen. Da müssen wir irgendein Hobby noch. Vielleicht ein Mikrofon oder irgendwas. Ein Instrument, irgendwas. Ja, also eins nach dem anderen. Hier haben wir jetzt so ein Schubkarren-Dings dann noch. Das können wir da aber gut auch stehen lassen. Die Heizkörper habe ich mir auch lang überlegt, ob wir die nehmen. Aber wenn das Ding entkernt ist, wir haben ja jetzt diese Heizkörper aus dem Vampire-Gameplay-Pack. Dann hätten die einfach komplett Fußbodenheizung reingelegt. Also sorry. Das ist ja mal hier gucken. Was sogar da drunter, das Scheißding. Ja, dann ist es eigentlich auch gelabert hier, ne? Da müssen wir das nehmen. Hätte man die auch weiß gestrichen oder schwarz gelassen? Ich würde jetzt mal sagen, wir machen die mal schwarz und machen die auch so ineinander, dass es mehr aussieht wie so ein... Ja, also man muss ja nicht immer den Kamin auch anmachen, oder? Machen wir das hier vielleicht so hin, dass man die so ein bisschen ineinander platziert. Hat man da ein Dreier oder sogar ein Vierer Heizkörper. Und das Ding kommt dann ein Stückel da weg. Dann machen wir die auch ein bisschen noch auseinander. Mal gucken, dass das hier so na, gleichmäßig hier von den... nennt man die Dinger? Gleichmäßig diese, ne? Ihr wisst, was ich meine? Ja, dann sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Wie so ein schöner breiter Heizkörper. Das ist doch was. Aber weiß würde ich den vielleicht nicht streichen. Obwohl meistens sind die Heizkörper weiß. Dann sieht man aber hier auch dieses Schnörkelkram so arg. Und das ist mir ein bisschen zu schnörkelig. Beim Schwarzen sieht man es nicht so arg. Ja, wir lassen das so. Das soll gar nicht auffallen. Heizkörper sollen ja gar nicht auffallen. Hier können wir jetzt da schöne Plänzchen, wenn es mir mal eins gibt, was ich draufstellen darf, ihr liebes Spiel. Ja, danke auch für nix. Das Ding passt wieder drauf hier, ne? Das ist mir klar.
Du willst da drauf. Komm, dann machen wir mal wirklich was Knalliges, weil du sollst auffallen dann. Kriegen wir das, ist wieder zu groß. Das müsste eigentlich auch gehen. Ja, das geht schon. Hühn verstellt, Cheat Move Object, lässt grüßen, ja, ja. Ich könnte auch noch ein bisschen was mit das sind alle zu breit einfach. Schande, Missetat begangen hier. Aus welchem Film? ihr wisst es doch. Der Henry Puffer. So, ein paar gibt's dann doch. Ja, ja, wir kommen damit schon klar, ja. Wir machen da wirklich so ein paar hin. Ich finde, das können wir auch noch so ein bisschen so ein Häschen oder so hässliche Deko da drauf machen, so Nippes-Dinger. Wobei das Ding ja eigentlich, eher modern gehalten werden soll. Aber so ein paar alte Sachen und so ein bisschen Fachwerkscheiß brauchen wir dann da doch. Entschuldigung, das ist nicht abwertend gemeint. Wirklich nicht, ehrlich nicht. Die wären auch ganz toll. Es wird so ein bisschen was Modernes damit reinbringen. Das können wir auch noch machen hier. Da haben wir so ein bisschen Kräuterkrams oder so. Ich meine, wir hier hier diese komische Abteilung. Und hier dann so ein bisschen das Zeug hier. Das sind einfach so kleine Töpfchen, die stehen da oben drauf. Deswegen mal wieder ein bisschen höher. Nicht rausgucken. Ich weiß nicht, das fette Ding da, ich find's geil, aber irgendwie, ist farblich falsch. Scheiße, Entschuldigung. Mal gucken. Und hier können wir dann, also man könnte da sogar noch irgendeine Bank oder sowas hin machen. Komm vor, wir gucken einfach mal. So eine schöne Bank hier vor dem Fenster, irgendwas, was vielleicht sogar bündig ist mit oben. Das ist hier, ne, so dass das wirklich hier so da drunter ist. Hat man sich den Schädel an. Nee, da muss irgendwie so eine schmale Bank hin. Also bei Verschiedenes gibt es da, glaube ich, dann was. Sowas da. Genau, sowas habe ich gesucht. Ja, das ist schon mal gar nicht schlecht. Wenn wir da jetzt sowas Rotes noch mit reinbauen, ich weiß nicht, ob das. Also, ein bisschen ist okay. Solange es nicht zu viel wird. Muss auch nicht unbedingt eine Sitzbank sein. Das kann ja auch so ein kleines Regal oder so sein. Ich will halt nicht, dass die Sims sich da hinsetzen und dann den Kopf da oben sich anschlagen, ne? Aber so vom Ding so ein paar Farbplexe brauchen wir da drin schon. Die Pflanze da hinten nervt mich irgendwie. Die passt irgendwie nicht zum Rest, ne? Ist halt mal so. Machen wir die grün. Ich muss ja meine Spuren hier hinterlassen, ja. Okay, da hinten will ich jetzt noch ein kleines Tischchen machen. Dann haben wir es aber auch für heute. Oberflächen hier. Dann nehmen wir ein Tischchen hier. Da muss so ein kleiner Glastisch hier aus Vintage-Glamour, hier dieser Rollwagen da, genau. In schönem Weiß, Schnörkelweiß. Das ist wieder ein bisschen der Schnörkelfaktor. Und nächstes Mal machen wir dann auch Debug wieder, ne? Die Küche ist noch nicht completed hier. Dreh dich mal so, wie ich will. Manchmal ziehst du echt behindert rum hier, Mann, oh Mann. Da werde ich wieder aggressiv hier. Wenn du einrastest, dann raste ich aus, ja. Das ist mein Spruch dafür. So. Ja, mal gucken, ob wir die da oben lassen. Mir gefallen die jetzt auch noch nicht so ganz, aber das ist doch sweet hier. Ein bisschen sweet, sweet kitchen. Sweet, sweet kitchen. Oh, ich bin schon wieder voll aufgedreht hier, ne? Ich freue mich halt mega auf eure Kommentare. Ja, nächstes Mal geht's dann weiter mit meinem modernen Fachwerkhaus bauen in The Sims 4. Daumen nach oben nicht vergessen, ne? Ihr kennt das, wenn es euch gefallen hat. Vielen, vielen lieben Dank auch für die Umfragen, dass ihr teilgenommen habt. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Nächstes Mal bauen wir dann hier weiter. Wenn ihr mögt, schaut wieder rein oder dann jetzt in einem anderen Video eure Wahl. Community-Projekt hat es heute leider nicht mehr gereicht, aber ich warte einfach mal ab, was ihr dazu sagt. Ja, was sagt ihr denn dazu? Wie können wir das machen? Weil hier sind ja CC-Fenster. Sollen wir das trotzdem machen? Oder was wollt ihr mal ein Bad einrichten? Was wollt ihr haben? Oder einen Wintergarten? Wir können den Wintergarten auch machen. Sollen wir den dann als Community-Projekt machen? Was wollt ihr haben? Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Dann macht's gut. Ciao.